Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Dialogforum, sehr verehrte Damen und Herren. Ja, heute beginnt es, das große und bunte Demokratiefest hier in Berlin anlässlich des 75. Geburtstages unseres Grundgesetzes. Ich begrüße alle Vertreterinnen und Vertreter der Presse und natürlich alle Zuschauenden im Livestream. Und ganz besonders heiße ich Sie willkommen, Herr Bundeskanzler. Schön, dass Sie bei uns sind. Moin. Und vor allem toll, dass wir mit Ihnen den Auftakt machen können zu einer ganzen Reihe von Dialogen hier an der Bühne zur Eröffnung des Demokratiefestes. Gestern ja hier an der Stelle der offizielle Teil, der Staatsakt. Lassen Sie uns gemeinsam mal auf die nächsten drei Tage blicken. Worauf freuen Sie sich am meisten? Was liegt Ihnen ganz besonders am Herzen? Ich freue mich, dass unglaublich viele hierher kommen. Das hier, der Ort, an dem wir stehen, ist ja mal, als die ganzen Häuser hier geplant wurden, das Kanzleramt, die Gebäude für die Abgeordneten, die Sitzungssäle, diese ganze Linie, das Band des Bundes, wie das einige nennen, mal als Bürgerforum geplant gewesen. Also richtig so, wo man ständig zusammenkommen kann. Irgendwie ist das anders gelaufen und deshalb freue ich mich, dass wir anlässlich 75 Jahre Grundgesetz jetzt die Gelegenheit haben, den Platz mal auszuprobieren und sogar ein paar Straßen gesperrt haben, sodass man sehen kann, was da geht. Und was mir am meisten gefällt, außer dass da jetzt viele sind und sich das mal angucken, was man vielleicht sonst nur aus dem Fernsehen kennt, wo alle sich treffen und die Häuser sieht, dass auch viel gesprochen wird. Und die Bürgerdialoge, also die Situation, wo ich dann hingehen kann und Leute mir Fragen stellen, die sind das Beste. Also ich spüre schon eine gewisse Freude, Herr Scholz. Ja, drei Tage lang feiern wir das Grundgesetz, das ja Fundament ist für unser Zusammenleben in Freiheit und Demokratie. Und Sie haben es eben angesprochen, Demokratie ist kein Selbstläufer, meine Damen und Herren. Ich denke, ein wesentlicher Bestandteil ist eben die Kommunikation und der Austausch. Und das heutige Gespräch, da soll es um Ihr Engagement gehen, um Ihr gesellschaftliches Engagement. Sie alle bringen sich ein, ganz uneigennützig für das Gemeinwohl. Aus den unterschiedlichsten Bereichen sind Sie hier. Ich habe mich vorhin schon mal umgeschaut, Herr Scholz. Also aus dem sportlichen Bereich, Kultur und Bildung, Umweltprojekte, soziale Projekte und aus der Kommunalpolitik sind Sie alle heute hier. Bevor wir also hoffentlich in einen inspirierenden und konstruktiven Austausch gehen, haben wir vier Menschen eingeladen, auf deren Erfahrungsberichte und Impulse wir uns ganz besonders freuen und beginnen mit Frau Katja Nehls, die hier zu unserer Linken sitzt. Aus der Uckermark sind Sie zu uns gestoßen. Herzlich willkommen. Hallo. Erzählen Sie uns ein bisschen von Ihrem Engagement. Ich glaube, Sie sind im ländlichen Bereich tätig. Was machen Sie da? Uckermark, genau, das spricht für sich, genau. Genau, ich bin eine von vielen, würde ich erst mal sagen. Und ich, wobei viel ist immer relativ, gerade wenn man im ländlichen Raum wohnt, da ist viel vielleicht manchmal auch nicht so viel, wenn man von der anderen Seite guckt. Zu meiner Gemeinde gehören 38 Dörfer auf 250 Quadratkilometer Fläche, nur mal so auf der Zunge zergehen lassen, 4200 Menschen sind wir. Das ist nicht viel und trotzdem große Herausforderungen. Und ich engagiere mich in einem Dörfernetzwerk, was diese 38 irgendwie unter einen Hut bringen will, zusammenbringen will, möchte. Für Austausch sorgen, Sie haben es gesagt, für etwas gemeinsam bewirken für das Gemeinwohl der Gemeinde, sich kennenlernen, überhaupt kennenlernen, total wichtig. Genau, und das machen wir, jetzt muss ich ein bisschen abgucken, mit monatlichen Treffen zum Beispiel in wechselnden Dörfern, indem wir eine Dörferzeitung herausbringen, indem wir eine Wanderkneipe eingeführt haben, die sozusagen geschlossene Kneipen wiederbelebt. Einmal im Monat, nicht oft, aber alles ehrenamtlich. Und die kommunalpolitischen Gremien versuchen wir zusammenzubringen, also diese vielen Ortsbeiräte, die in unserer Gemeinde sind, mit der Gemeindevertretung, die kennen sich auch oft nicht, die reden auch oft nicht miteinander, unheimlich wichtig. Genau, ich bin eine von vielen, die viele Sachen gleichzeitig macht, die viele Ehrenämter hat, die viele Engagementrollen ausfüllt. Guck mal in die ganze Runde, ich glaube, das sind ganz viele von Ihnen. Und das bringt uns an unsere Grenzen, sehr an unsere Grenzen. Genau. Und ich bin eine von vielen, die sich fragt, wie werden wir mehr? Wie schaffen wir es, dass mehr Menschen sich engagieren, dass mehr Menschen Verantwortung übernehmen für diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, für Demokratie?
Und bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt wird immer als der Kitt der Gesellschaft bezeichnet. Und dieser Kitt bröckelt durchaus, muss gepflegt werden. Und deswegen, Herr Bundeskanzler, erklären Sie die Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt zur kommunalen Pflichtaufgabe. Ich habe das Wort vergessen. Genau, das war der Punkt. Genau. Zur kommunalen Pflichtaufgabe. Sorgen Sie dafür, dass die ländlichen Räume, dass dort nicht das Licht ausgeht, dass nicht die Kräfte ans Zepter gelangen, die sozusagen eigentlich Demokratie abschaffen möchten. Vielen Dank. Dabei brauchen wir Unterstützung. Ein klarer Appell an Sie, Herr Bundeskanzler, vielleicht eine kurze Reaktion. Ja, erstmal schönen Dank fürs Machen. Das ist ja immer das, was im Mittelpunkt steht. Einige denken ja, die Dinge kommen von alleine, aber das ist nicht so. Tatsächlich muss immer mal irgendjemand, eine Frau, ein Mann, ein junger Mensch, ein älterer, sich das zur Aufgabe machen und sich irgendwie engagieren. Das ist ein Geheimnis, habe ich manchmal den Eindruck, bei einigen, die sich das nicht richtig vorstellen können, aber es kommt tatsächlich immer auf uns selber an. Und das kann man nicht woanders hinkriegen. Und die neue Technik wird uns auch nicht aus den Problemen befreien, ein Large Language Modell, irgendwie etwas wie ChatGPT wird keine Kontakte von Bürgern und Bürgern in 38 Dörfern, die weit auseinander liegen, auf einer großen Fläche mit 2500 Menschen alle zusammen herstellen. Sondern das geht nur, indem man das selber macht und sich so tolle Ideen ausdenkt. Ich habe mich gefragt, ob es viele Probleme gibt, wenn man eine Kneipe, die schon länger zu ist, wieder aufmacht für einen Tag. Aber frage ich mal nicht. Irgendwie scheint es ja geklappt zu haben. Das finde ich ganz toll. Was die konkrete Frage betrifft, auch eine Antwort. Das ist ja etwas, was jeweils in den Landesgesetzen geregelt wird und ist immer eine Möglichkeit, aber löst nicht alle Probleme. Für die, die sich jetzt mit dem Stichwort kommunale Pflichtaufgabe noch nicht alles erklären können, wenn es eng wird in der Kasse, kommt eine Aufsichtsbehörde und sagt, die Gemeinde, die nicht genug Geld hat, muss erstmal die Pflichtaufgaben erledigen. Also kommen alle jetzt auf die Idee, alles, was wichtig und gut ist, auch zur Pflichtaufgabe zu machen. Wenn das Geld nicht reicht, hilft das auch nicht weiter. Aber ich glaube schon, dass dahinter ein Verständnis dafür liegt, dass es nicht nur darauf ankommt, dass die Infrastruktur funktioniert und dass man hat, was man so braucht, sondern dass es immer auch das Miteinander der Menschen gibt und dass das mit den Einnahmen, die eine Gemeinde hat, mit den Möglichkeiten, die aus dem Gemeindefinanzausgleich kommen, auch mitfinanziert werden können muss. Und dafür setze ich mich ein, so oder so. Vielen Dank, Herr Scholz. Dankeschön, Frau Nils. Ich hoffe, eine zufriedenstellende Reaktion und Antwort. Und wir freuen uns auf den nächsten Vortrag. Er hat heute, ich sehe es gerade, die Fußballschule zu Hause gelassen in Chemnitz und erzählt uns von seinem Engagement und sicherlich auch den Herausforderungen in der Welt des Sports. Wir begrüßen Matthias Keusen. Hallo. Hallo, hallo. Hallo in die Runde. Genau, mein Name ist Matthias Keusen und ich spreche heute als Vertreter der gesamten Sportjugend in Deutschland, aber auch als aktives Vorstandsmitglied eines Sportvereins namens Athletik Sonnberg zu Ihnen. Wir sind ein Verein, der sich für soziales Engagement, für Vielfalt, für Solidarität, für Weltoffenheit einsetzt, aber eben auch aktiv gegen Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit einsetzt und das eben auch laut, gerade in Chemnitz eben ausruft, und es eben auch kommuniziert. Und dementsprechend haben wir auch, ich sag's mal, mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen, mit demokratischen Anfeindungen, dass sich von rassistischen Beleidigungen über homophobe Anfeindungen, gerade gegenüber unserem Kapitän, der mit sehr viel Stolz die Regenbogen-Kapitänsbinde trägt, bis hin zu üblen Verleumdungsbeschuldigungen uns als Verein gegenüber auftreten, zum Beispiel, wenn wir als Gastverein uns auf fremden Plätzen einbieten müssen, weil wir nach wie vor immer noch keinen eigenen Sportplatz haben und dementsprechend genau diese Herausforderungen haben. Aber ich bin eigentlich gar nicht hier, um Ihnen oder speziell Ihnen diese Erfahrungsberichte mitzugeben. Vielmehr möchte ich eigentlich erzählen, welchen unglaublich positiven Einfluss der Sport eben auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben kann. Der Sport bietet eben nicht nur die Möglichkeit, die meritorischen Eigenschaften wie Vielfalt, Respekt, Teamgedanke etc. zu verkörpern und zu vermitteln, sondern bietet eben auch eine Plattform eben für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, auf denen sie sich entwickeln können, wo sie eben ja, in einem sozialen Umfeld außerhalb der Familie, außerhalb vom Arbeitsplatz, außerhalb von der Schule zusammenkommen und entwickeln können.
Der Sport bietet einen niederschwelligen Zugang zu pädagogischen und demokratischen Themen. Der Sport spricht eben seine eigene Sprache und der Sport hat die Chance, alle Menschen der Welt und alle Menschen, gerade auch in Chemnitz, eben zu vereinen. Wir möchten eigentlich, unser Ziel ist, den Chemnitzer Sport eben zu vereinen und eben nicht zu spalten. Wir möchten keine Vereine und Organisationen irgendwie über einen Kamm scheren. Wir möchten eben Behauptungen eben nicht verallgemeinern. Wir möchten nicht, es würde den Kern des Problems in Chemnitz auch nicht treffen. Wir wollen eben für alle da sein. Wir wollen eben den Chemnitz speziell und den Chemnitzer Sport eben hochleben lassen. Und wir laden alle ein, nach Chemnitz zu kommen, zu unserem Sportverein und aktiv, laut gegen Rechtsislamismus, gegen Rassismus und etc. zu kämpfen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Keusen. Ja, ein wunderbares Beispiel, warum eben gesellschaftliches Engagement das Herzstück einer lebendigen Gesellschaft bildet. Vielleicht möchten Sie auch noch mal direkt darauf reagieren. Na, erstmal möchte ich Danke sagen fürs Engagement, weil das klingt jetzt so locker, aber wahrscheinlich ist es nicht immer locker. Und insofern will ich da gerne sagen, dass ich das sehr, sehr schätze und ganz toll finde, weil es ja auch viele andere gibt, die das machen und weil es auch viele gibt, die das nachahmen. Wenn Sie sehen, das klappt ja. Und was den Sport insgesamt betrifft, glaube ich, hat er ganz eigenständig eigentlich diese ganzen Eigenschaften, das zu fördern, wofür ihr euch alle zusammen einsetzt. Also erstmal ist es ja etwas, was alle können, auf ganz unterschiedliche Weise, mit den jeweiligen körperlichen Möglichkeiten, die nicht alle gleich sind, aber doch, wo man aus sich heraus etwas tun kann. Und gleichzeitig ist es auch etwas, wo man nicht das Gefühl hat, dass diejenigen, die die besten Voraussetzungen von zu Hause mitbringen, das meiste Geld haben, gleich diejenigen sind, die die besten Sportler sind, manchmal auch ganz umgekehrt. Also insofern ist das schon etwas, was ein bisschen fürs Miteinander sorgt. Und was mich auch immer sehr beeindruckt, das gilt für den Sport und für manche andere Sachen, aber nicht so viele, dass sich junge Leute, aber auch ältere treffen, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben. Meistens trifft man ja immer Leute, die sind alle genauso wie man selbst. Und das ist auch nett, aber irgendwie langweilig. Und außerdem kriegt man ja nichts mehr mit. Und früher gab es schon Strukturen, da sind eben viele zusammengekommen. Der eine hat einen Hauptschulabschluss, die andere Abitur, der nächste ist Handwerksmeister, die dritte ist Ärztin, was weiß ich auch immer. Und man hat was zusammen. Und nun treffen sich alle immer so in ihren Gemeinschaften, wo sie alle irgendwie gleich sind. Das ist aber nicht richtig, sondern wir sollten uns ja quer treffen. Und wo ich finde, der Sport einfach eine großartige Möglichkeit bietet. Und außerdem gibt es ja ein Prinzip im Sport, das die meisten beachten, das ist Fairness und Respekt. Und das hilft uns ja auch in der Gesellschaft. Also danke für die Arbeit. Vielen, vielen Dank für diese sehr lobenden Worte. Wir schwenken mit unserem Blick und auch mit den Kameras ein Stück weit nach rechts und begrüßen aus Krefeld Halide Özkurt. Herzlich willkommen. Ja. Vielen herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, mein Name ist Halide Özkurt. Ich bin die stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes Sozialdienst muslimischer Frauen. Und wir sind die erste deutsche muslimische Frauenverband im Bereich der freien Wohlfahrtspflege und wir engagieren uns auch im sozialen Bereich. Wir mobilisieren, empowern und fördern Menschen, die hier neu sind, aber auch schon länger sind, mit ihrem Engagement, mit ihren Potenzialen und Ressourcen und versuchen, sie sichtbar zu machen, positive Beispiele hervorzuheben. Und wir haben mittlerweile seit 2018 16 Standorte bundesweit und versuchen, in Dialog zu gehen mit allen möglichen Partnerinnen und Partnern in Deutschland und versuchen, in die Diskurse, aktuelle Debatten, uns zu positionieren und Partizipationsräume zu schaffen. Ich persönlich bin aus Krefeld, wie Sie schon sagten, und bin zweifache Mutter und engagiere mich schon sehr lange im kommunalpolitischen Bereich, aber auch im kulturellen und sozialen Bereich und versuche, den Frauen, Männern, Jugendlichen Vorbild zu sein, indem ich eben sie auch empower und Wege zeige, wie sie sich in die deutsche Gesellschaft einbringen können und wie sie ihre Meinungen auch äußern können
sei es im kulturellen Bereich, im politischen Bereich. Ja, für uns ist wichtig als Verband, die Zivilgesellschaft mit zu beteiligen und das zivilgesellschaftliche Engagement auch von Musliminnen und Muslimen zu zeigen, sichtbar zu machen, zu würdigen. Und wir arbeiten im Rahmen des Menschenstärken-Menschenprogramms, bilden Patenschaften und wir haben mittlerweile seit 2018 über 7000 Patenschaften und 1500 Ehrenamtliche. Unsere Vorstände sind zu 99% Frauen, sehr unterschiedlicher kultureller, religiöser Herkunft und darauf sind wir auf jeden Fall sehr stolz. Ich muss ein bisschen aufgucken. Genau, Hauptanliegen bei uns ist Frauenberatung, Hilfe für Frauen, die von häuslicher Gewalt, also für Frauen und Mädchen natürlich, wenn sie Unterstützung brauchen und Hilfe brauchen, begleiten wir sie und versuchen ihnen auch Wege daraus zu zeigen, indem wir auch Präventionsarbeit machen, also Radikalisierungsprävention für junge Leute. Und das ist auch sehr wichtig, insbesondere auch für mich, weil ich denke, die Jugend braucht Wegweiser und Wegweiserinnen. Und da sehen wir uns als Vorreiter und versuchen, die Demokratiebildung und Demokratiefähigkeit, Diskursfähigkeit der Jugendlichen zu stärken. Genau, das ist noch ein Baustein und ich glaube, ich habe alles schon gesagt. Also wir sind froh, wenn wir auch in dem Bereich auch strukturell unterstützt und gefördert werden. Das ist natürlich nicht nur Ehrenamt, es gibt auch hauptamtliche Frauen, Männer, die diese Arbeit, das ehrenamtliche Engagement mit unterstützen. Und da wollen wir natürlich auch in Zukunft in die Regelförderung, in Strukturförderung, damit wir diese wichtige Arbeit für die deutsche Gesellschaft ermöglichen können. Und ich bedanke mich natürlich für diese Gelegenheit. Wir danken, Frau Özgür. Man spürt förmlich die Power. Haben Sie noch Rückfragen? Eine Rückfrage habe ich nicht, aber erstmal, wenn man das alles hört, was ihr alle gemeinsam macht, denkt man ja, puh, das ist ja ganz schön viel. Wie schaffen die das alles? Und das ist auch ein Zeichen. Und das ist aber auch ein Zeichen dafür, dass unsere Gesellschaft gar nicht funktionieren könnte, wenn es nicht solches Engagement gäbe, weil das kann der Staat gar nicht. Also wir können alles Mögliche an Einrichtungen schaffen, aber wir können das Engagement nicht ersetzen, wir können nicht das Herz gewissermaßen verordnen, das ja auch dahinter steckt. Und das finde ich ganz wichtig. Und deshalb bin ich dankbar dafür. Man fragt sich, warum hat das mit der Regelförderung nicht schon längst geklappt? Aber das wird schon, hoffe ich jedenfalls mal. Und ich glaube, dass es aber auch vielleicht richtig ist, an dieser Stelle zu sagen, wenn man hört, wir sind stolz auf, was wir machen, dann kann ich sagen, wir sind auch stolz, was ihr macht. Und zu Recht. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, wir können auch gleich so stehen bleiben, Herr Scholz, denn wir schauen jetzt rüber zu einem Vertreter aus der Kommunalpolitik. Er ist ehrenamtlicher Bürgermeister und zwar aus dem Bundesland Thüringen. Wir heißen willkommen Norman Mönchgesang. Hallo. Werter Herr Bundeskanzler und sehr geehrte Gäste und Mitstreiter. Mein Name ist Norman Mönchgesang. Ich bin parteiloser ehrenamtlicher Bürgermeister einer kleinen 1000-Seelen-Gemeinde im erweiterten Speckgürtel von Erfurt. Hauptberuflich bin ich reguläre 40 Stunden am Theater Erfurt beschäftigt. So kommt es übrigens, dass ich mich sehr freue, Sie, Herr Scholz, nächste Woche zum Katholikentag bei mir begrüßen zu dürfen. Ich bin parteilos, seit nunmehr 8 Jahren im Amt. Das war nie geplant. Es ergab sich halt so. Warum mache ich es? Weil ich es scheinbar gut kann, weil sich Aufgaben nicht von alleine erledigen, weil ich die Lebensqualität bei uns vor Ort verbessern möchte. Unser Gemeinderat ist fraktionslos und besteht aus 12 Mitgliedern. Meiner Meinung nach bilden wir ein gutes Team. Bei uns werden wie so oft in kleinen Gemeinden Menschen statt Parteien gewählt. Wie sieht meine Arbeit aus? Da es hier heute um Demokratie und Gemeinschaft geht, möchte ich kurz aus dem Leben eines ehrenamtlichen Bürgermeisters berichten. Ich spreche nicht nur von mir, sondern habe auch ganz im Sinne der Demokratie und anderen Amtsträgern in meiner Umgebung regen Austausch. Die Freuden und die Mühsal decken sich weitestgehend.
Wir leiden unter stetigem Geldmangel im Haushalt, garstigen Kämmerern und großen Wünschen. Der demografische Wandel setzt uns zu, denn wenn wir junge Leute haben, die in unserem Ort leben möchten, finden sie keinen Lebensraum, weil es schwierig ist, als nur Ehrenamtlicher von Behörden ernst genommen zu werden. Wir versuchen beispielsweise seit Jahren Bauland zu schaffen, um neuen Familien, die eigentlich vorhanden wären, ein Zuhause bieten zu können. Und wir brauchen die Kinder. Was ebenfalls von der Mehrheit der Bürgermeister als Belastung empfunden wird, ist der Zeitaufwand, den ein solches Amt benötigt. Gerade zu Beginn einer solchen Laufbahn, aber auch in der Mitte und am Ende, wird man regelmäßig vor neuen Herausforderungen gestellt. Ich persönlich wurde mit Amtsantritt plötzlich Arbeitgeber. Ganz neu für mich. Ich stehe jetzt einen kommunalen Kindergarten vor. Zu Beginn meiner Amtszeit war unser Dorf in den roten Zahlen. Trotzdem galt es immer, die kommunale Kita zu erhalten. In einer solchen Situation geworfen zu werden, ist zunächst beängstigend. Aber stärkt auch die Gemeinschaft. Was dafür aber immer benötigt wird, ist Zeit. Wir bauen unsere Straßen nur für 1000 statt 100.000 Menschen. Aber gebaut werden müssen sie trotzdem. Wir versuchen, was wir können. Und wir schaffen es meistens auch. Mit Hilfe unserer Verwaltungsgemeinschaften, unserer Vereine, unserer freiwilligen Helfer. Aber oft stoßen wir an das Limit des 24-Stunden-Tages. Unser ganzes Land besteht aus kleinen Gemeinden. Wir brauchen Menschen, die ehrenamtlich arbeiten. Menschen wie Frau Nehls, Herrn Keusen, Frau Özkurt und mich. Sie, Herr Scholz, brauchen uns, genauso wie wir sie brauchen. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Dank. Schönen Dank fürs Engagement. Und vielleicht ist das mal eine Gelegenheit, das hier loszuwerden. Die meisten Frauen und Männer, die in der Politik engagiert sind, machen das ehrenamtlich. Es wird ja immer so gern geredet über die Politiker. Und dann stellt man sich so vor, als ob die alle als Berufspolitiker geboren wurden. Aber das ist ja nicht richtig und im Übrigen auch sehr unwahrscheinlich. Also es gibt je nachdem, wie das so mit dem Wahlrecht ist und den Wahlergebnissen, irgendwie zwischen 600 und im Augenblick noch erheblich mehr Bundestagsabgeordnete. Aber wenn man die mal rumrechnet auf 84 Millionen Deutsche, ist der Zufall, dass man das wird, doch schon ziemlich groß. Und das gilt auch für viele, viele andere Aufgaben, die hauptamtlich gemacht werden. Ich bin seit meinem 17. Lebensjahr ehrenamtlich engagiert, vorwiegend im politischen Bereich. Aber ich kann auch sagen, ich bin erst mit 40 Berufspolitiker geworden. Und vorher habe ich 13 Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet und alles, was ich gemacht habe, in dieser Zeit ehrenamtlich gemacht, wie so viele andere das hier mit ihren jeweiligen Strukturen auch tun. Und deshalb finde ich, muss an dieser Stelle auch gesagt werden, wenn jetzt Gewalt geübt wird gegen Ehrenamtliche, die in der Feuerwehr arbeiten, die im Verein tätig sind, im Sportverein, gegen Leute, die die bei der Feuerwehr arbeiten, die Krankentransporte organisieren, Helfer, die bei Unfällen dabei sind oder ehrenamtliche Politiker, dann ist das etwas, das schon als eine unglaubliche Gemeinheit und als Angriff auf uns alle begriffen werden soll. Ich finde, wir müssen da solidarisch zusammenstehen. Und ansonsten ist es so, man hat ganz schön was zu tun. Wenn man erst mal anfängt, dann hört das gar nicht auf. Und den eigenen Beruf, den hat man ja trotzdem die ganze Zeit und kann da ja auch nicht kommen und sagen, ich habe heute mal was zu tun, ich bleibe einfach weg. Und insofern, glaube ich, muss das schon großen Respekt von uns allen mit sich bringen, wenn man sieht, was da alles gemacht wird. Und es zeigt ja auch, dass sich kümmern hilft. Also das macht einen Unterschied, ob man das tut oder nicht. Und ich habe das Gefühl, so wenn ich Sie sehe und manche andere, Sie sind bei dem, was Sie machen, auch glücklich. Nicht immer, aber überwiegend. Und das, finde ich, gehört eigentlich auch zum Bild unserer Demokratie dazu, dass wir das so ein bisschen als ein öffentliches Glück begreifen, was wir da tun. Der Satz ist nicht von mir, sondern von einer berühmten Philosophin, Hannah Arendt. Und den habe ich mir aber gemerkt, weil er eigentlich genau beschreibt, was Sie machen und was ich mache und warum wir das tun. Schönen Dank. Dankeschön, Herr Mönchgesang. Also viel Verständnis, weil aus eigener Erfahrung.
Ja, das waren exemplarisch also schon mal 4 Impulse. Exemplarisch für Sie alle, die Sie heute hier sind, die sich meist tagtäglich einbringen, gesellschaftlich ganz uneigennützig. Und nun hat Herr Scholz eben gesagt, das ist die Fläche, die endlich mal genutzt werden kann zwischen Paul Löberhaus und dem Bundeskanzleramt. Hier geht es also um Ihre Fragen, um Ihre Wünsche. Und deshalb sind wir gespannt und starten jetzt in unseren Dialog und freuen uns auf Ihre inspirierenden und konstruktiven Beiträge und Fragen. Und ich habe schon direkt da hinten den Herrn entdeckt mit der Brille, dessen Arm schon hochgeschnellt ist. Vielleicht verraten Sie uns, wer Sie sind, wo Sie herkommen. Hallo. Mein Name ist Thomas Klein, ich komme aus Berlin-Pankow und bin genauso alt wie die Feier, die heute stattfindet. Das sieht man aber nicht. Alter ist ja kein Verdienst, ne? Ich habe einen Hinweis, der brauchbar ist, weil es dem Staat kein Geld kostet. Und zwar gab es in den neuen alten Bundesländern Energiebeauftragte, Energetiker und Hauptenergetiker, sowohl im produzierenden Bereich als auch im nicht produzierenden Bereich. Und ich kann Ihnen nur sagen, damals, als ich im ehemaligen Pionierpalast tätig war, haben wir dann 500.000 Ostmark pro Jahr eingespart. Jetzt kann man mal überlegen, wie sowas passiert. Sowas passiert deshalb, wenn man sich um die Messtechnik kümmerte. Da war ich BMSR-Ingenieur. Ja, das ist mein Hinweis. Also wir sollten wieder Energiebeauftragte, Energetiker und Hauptenergetiker in allen Strukturen aufbauen, sage ich jetzt mal so. Eine Anordnung wäre dazu gut. Es kostet, wie gesagt, dem Staat nicht ein Pfennig. Nur klar, die Richtlinie muss ja mal irgendwie erarbeitet werden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Bundeskanzler. Alles Gute. Jetzt bin ich ganz kühn. Haben wir schon umgesetzt. Also nicht so direkt mit den Begriffen aus der Zeit, über die Sie berichten, sondern wir haben sehr konkret Regelungen gemacht, die Betreiber großer Betriebe und auch mittelständischer Betriebe, je nachdem ein bisschen abgestuft, verpflichten, dass sie den Energieverbrauch über die Zeit hinweg senken und darüber auch sich Informationen beschaffen, wie das geht und das in ihren Betrieben als Strukturen aufbauen. Das heißt dann nicht so, wie das mit diesen Begriffen war, aber genau das, was Sie gemacht haben, muss man tun. Ich habe übrigens festgestellt, dass es Unternehmen gibt, die sich dran machen, die dann hinterher feststellen, da lässt sich ja echt Geld sparen. Also, wo die sich fragen, mein Gott, warum haben wir das nicht schon 10 Jahre gemacht? Da hätten wir ganz schön viel Geld gespart. Und das sind dann noch nicht mal alles neue Technologien, sondern dass man die Dinge einfach nur besser managt. Also in dem Sinne eine kleine Anregung von Ihnen, die aber letztendlich den Geist trägt, mit dem schon jetzt geguckt wird. Ich hoffe, das wird dann auch überall in der Praxis was, weil Bürokratie wollen wir ja auch nicht. Dankeschön, Herr Scholz. Der Titel unseres heutigen Austauschs ist Gemeinsam für Demokratie und natürlich soll und darf jeder hier seine Meinung kundtun zu den unterschiedlichsten Themen, aber es wäre ganz toll, wenn wir so ein bisschen das gesellschaftliche Engagement im Auge behalten und freuen uns auf die nächste Frage von dem Herrn hier. Wir warten kurz, bis das Mikro da ist. Genau, dankeschön. Hallo. Hallo, guten Tag, Herr Scholz. Ich bin Ostap. Ich komme aus der Ukraine und vor 2 Jahren musste ich mein Land, mein Zuhause und meine alle Freunde in der Ukraine zu verlassen. Und zwar, zuerst wollte ich ganz herzlich über die Unterstützung der Ukraine und der Flüchtlinge in Deutschland zu bedanken. Das ist total wichtig für uns und ja, es ist sehr wertvoll, besonders für mich und für meine Familie, alle Freunde, die auch gerade hier wohnen. Danke. Und ja, eventuell eher anschauen die Nachrichten und gerade Russen attackieren und starten die Offensive auf Kharkiv, die Kharkiv-Stadt. Und ja, also ich wollte tatsächlich wissen, wie es also von Sicht, von Ihrer Sicht auch, oder wie sehen das, Sie, dass die Ukraine gerade wieder und wieder angegriffen wird und auch aus meiner Sicht, dass Sie vor kurzem die Anfrage bezüglich der Taurus-Lieferungen an die Ukraine abgelehnt haben und ja, ich wollte tatsächlich sehr gerne wissen, warum dass Sie
entschieden, weil mein Land gerade wirklich schwierige Zeiten überlebt und auch schwer zu verstehen, wenn mein Land und meine Freunde in der Ukraine wohnen und sagen mir, ja, also in der Nachmannstraße, meine Kollegin wurde getötet, aber ja, also wir brauchen Tauchkosten und wir brauchen Geld für Waffen, um nicht zu kämpfen, sondern um unsere Städte und unsere Familien zu schützen. Und was ist denn konkret die Frage? Ist schon klar. Okay. Ja, und was halten Sie davon? Ja, schönen Dank für die Frage. Schönen Dank auch für die freundliche Unterstützung für das, was wir machen. Ich will das gerne einmal nochmal unterstreichen. Deutschland hat mittlerweile 28 Milliarden Euro an Waffenhilfe geleistet oder zugesagt. Das ist die zweitgrößte Summe und auch an realen Lieferungen in der ganzen Welt. Und in Europa der mit Abstand größte Beitrag, der geleistet wird. Allein in dem laufenden Haushalt haben wir über 7 Milliarden Euro dafür vorgesehen. Das nächste Land 3. Also um mal die Dimension zu zeigen, für einfach das, was jetzt passiert. Und was wir gemacht haben, ist auch hochwirksam. Auch wenn jetzt immer alle intensiv mitdiskutieren und ich das schon interessant finde, wer jetzt plötzlich alles Waffentechnik versteht, aber wie auch immer. Jedenfalls, wir haben ziemlich viel Munition und Panzer geliefert, aber vor allem ganz viel von dem, was notwendig ist, um die Zerstörung zu verhindern. Also Luftverteidigung, die gebraucht wird, im Kleinen, was man auf der Schulter tragen kann und im Feld benutzt werden kann, etwas größer, was auf einem kleinen Panzer transportiert werden kann, den wir hier in Deutschland lange benutzt haben, der auch hilft, wenn jetzt konkret Kraftwerke angegriffen werden oder so, ist das, was der deutsche Flakpanzer Gepard kann, genau das, was gebraucht wird. Davon haben wir viele, viele geliefert und versuchen, weil die in aller Welt verteilt sind, noch welche zu kriegen, sie so zu bearbeiten, dass sie genutzt werden können. Und wir haben sogar die Munitionsproduktion, die längst eingestellt war, dafür wieder neu gestartet. Das Gleiche gilt für ein System, das in Deutschland von einer Firma entwickelt worden ist, was jetzt die ganze Welt haben will, weil es 100% treffsicher ist. Das gibt es ja sonst eigentlich nicht. Das nennt sich IRIS-T und dient in größeren Räumen zur Luftverteidigung. Wir haben das gemacht, indem wir die Systeme, die die Amerikaner gebaut haben, Patriot geliefert haben. Auch da sind wir vorne. Wir haben jetzt 2 Systeme geliefert, ein drittes kommt. Andere Länder, die ziemlich viele haben, haben noch kein einziges zur Verfügung gestellt. Und dass wir jetzt das dritte zur Verfügung stellen, war eigentlich gedacht als Anregung, dass viele andere auch mitmachen, damit man mehr für die Luftverteidigung tun kann. Das ist das, was wir tun. Wir überwägen das, wir haben wirklich das bis zur Grenze ausgereizt, was geht, und haben auch die klare Zusage, auf die auch jeder in der Ukraine vertraut, wir werden das so lange machen, wie das notwendig ist, damit das Land sich verteidigen kann. Aber jede einzelne Entscheidung muss sorgfältig abgewogen werden. Und da habe ich ja auch eine Verantwortung. Die Verantwortung ist, wir unterstützen die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf, aber wir werden verhindern, dass es zu einer Eskalation des Krieges, zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommt. Das kann man sich vorstellen, was das mit der Welt und nicht nur mit Europa machte, wenn das tatsächlich geschehe. Und darum habe ich auch gesagt, ist es aus meiner Sicht problematisch, eine Waffe zu liefern, die 500 Kilometer weit reichen kann, die so präzise ist, dass es aus der Sicht des Landes, das sie abgibt, nur vertretbar wäre, sie zu liefern, wenn wir die Ziele selber bestimmen und festlegen. Und das wiederum ist nicht möglich, wenn man nicht selber Teil dieser Auseinandersetzung sein will, sondern der größte europäische Unterstützer der Ukraine. Und in dem Sinne tun wir weiter das meiste von allem und werden es auch weiter tun. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Natürlich ein allgegenwärtiges Thema und erst recht auf dem Demokratiefest in Berlin. Ich schaue hier rüber und hatte hier noch eine Wortmeldung der jungen Dame hier vorne. Das Mikrofon ist gleich da. Also ich bin Sina und komme aus Oldenburg. Und meine Frage war immer, welche Maßnahmen ergreift die Regierung, um die Integration von Jesiden in Deutschland zu fördern? Ja, schönen Dank. Erstmal freue ich mich, dass es mit der Integration vieler jesidischer
Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, so gut klappt. Denn das ist ja etwas, was man sehen kann. Viele sind ja erst sehr kurz hier und trotzdem kann man sehen, dass das sehr erfolgreich stattfindet und viele gut angekommen sind im Arbeitsmarkt, in der Schule, beim Studium, bei der Berufsausbildung, was ich wirklich einen großen Erfolg finde. Und ehrlicherweise, das hat dann nicht nur was mit uns zu tun und dem, was wir machen, sondern dass da auch ein Spirit, ein Geist, eine Anstrengung ist, es von sich aus auch wirklich zu wollen und alles anzustellen, damit das tatsächlich klappt. Und deshalb haben wir jetzt nicht nur bezogen auf jesidische Zuwanderer, Zuwanderinnen, Flüchtlinge Entscheidungen getroffen, sondern auch für alle, die das leichter machen mit den Möglichkeiten der Integration. Wir haben schon längst entschieden, dass der Spracherwerb eine große Rolle spielt, deshalb gibt es Förderung als eigenständige Kurse neben den Integrationskursen, aber auch mittlerweile ganz neu und in großem Umfang gleichzeitig zur Arbeit, sodass man also auch, wenn das noch nicht so weit ist mit dem Spracherwerb, schon mal loslegen kann mit der Arbeit und dann parallel die Sprache weiter lernt. Das klappt wahrscheinlich sogar besser als bloß in der Schule. Und wir haben auch den Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge massiv verbessert. Und das ist, glaube ich, auch der wichtigste Beitrag. Eigentlich kann jetzt spätestens nach 6 Monaten jeder loslegen und jede. Und mein Wunsch ist auch, alle, die das können, sollten es auch tun. Schönen Dank. Dankeschön für Ihre Frage. Lassen Sie uns die nächsten 25 Minuten noch wunderbar nutzen. Wir haben hier noch, bevor wir gleich zu der Feuerwehr in Hamburg kommen, ich habe komme ich gleich. Hier vorne noch der Herr in dem beigefarbenen Jackett. Hallo und herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag, vielen Dank. Ich bin Adam Alogosuteko, Mitglied vom Bundesvorstand von BVO Nemo, Bundesverband Netzwerke von migrantischen Organisationen. Ich bin einer von vielen, die sehr schockiert war und sind, zu erfahren, dass 75 Jahre nach der Verabschiedung des Grundgesetzes, dass es Menschen gibt, politische Kreise gibt, die über die Deportation von Menschen aus diesem Land reden. Und wir reden jetzt von einem Viertel der Bevölkerung dieses Landes und vielleicht noch mehr, das heißt andere, die angeblich ihre politische Gesinnung nicht haben. Was kann getan werden, zu verhindern, dass diese Menschen dort, wo sie in Verwaltung oder Politik sitzen, diese Macht missbrauchen können, um Ersatzlösungen nochmal für ihre Deportationsfantasien so durchzusetzen? Schönen Dank. Schönen Dank fürs Engagement. Das gilt ja für alle. Alle sind ja hier irgendwie engagiert, aber ganz besonders. Und vielleicht nochmal zur Unterstreichung der Wirklichkeit in Deutschland. Wir sagen heute, etwa 25% der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, der Leute, die hier leben, hat einen Zuwanderungshintergrund. Wir zählen aber ganz konservativ. Also wir fangen an 1950 und zählen nur diejenigen, die selber oder wo ein Elternteil im Ausland geboren wurde. Die Amerikaner zählen ganz anders. Wenn man da jemanden begegnet, sagt er, I'm in fifth generation Greek American. Ich meine, der war noch nie in Griechenland und seine Eltern und Großeltern auch nicht, aber ganz klar. Und das ist bei uns ein bisschen anders, was jetzt das Zählen jedenfalls betrifft. Und deshalb ist es ganz wichtig zu sagen, Deutschland ist wahrscheinlich eine der offensten Gesellschaften in Europa und der Welt. Wir haben auch das Fachkräftezuwanderung, die wir brauchen, die gesetzlichen Regelungen mittlerweile so vereinfacht, dass wir den Arbeitskräftebedarf, den wir in der Zukunft haben, auch nutzen können. Man guckt ja manchmal so nach Ländern wie Kanada oder Australien, aber wenn man deren Gesetze anguckt, unseres ist besser, wenn ich das mal ganz offen sagen kann, mittlerweile ziemlich modern. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Praxis auch gut dazu passt. Da ist noch was zu tun. Aber die Möglichkeiten sind erstmal so. Und wir haben etwas gemacht, was ich ganz ausdrücklich sagen will, weil es ein Blickwinkel, der Blickwinkel sich völlig verschoben hat. Als in Westdeutschland in den 60er Jahren die Arbeitskräftemigration, die Gastarbeiter stattfanden, da hat man erstens nicht viel für die Integration am Anfang getan. Die konnten gleich losarbeiten, ohne Deutsch zu können, haben sie auch.
wissen noch einige von Ihren Großeltern, ne? So. Und außerdem hatten alle gedacht, das ist vorübergehend. Deshalb das Wort Gastarbeiter. Und das galt auch für die vietnamesischen Vertragsarbeiter, zum Beispiel in der ehemaligen DDR. Auch da dachten alle, das ist nicht für immer so. Die Wahrheit ist, einige sind schon mit Enkeln hier und das ist nicht der Fall. Hat aber dazu geführt, dass wir den Blick völlig verschoben haben. Wer in die USA geht, und zwar die vielen Deutschen, die kann man sich am Hamburger Hafen angucken oder Bremen, die Auswandererzentren, die da zu Millionen in die USA ausgewandert sind über lange Zeit, weil es zu viel Armut in Deutschland gab. Die haben immer einen Bestreben: Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis, Spracherwerb und Staatsangehörigkeit. Und wir haben dieses Ziel, dass das doch wünschbar ist, dass man die Sprache kann, dass man arbeitet und dass man dann auch alles dafür tut, dazuzugehören, mit der Staatsangehörigkeit gar nicht gehabt. Das haben wir jetzt mit den neuen Gesetzen geändert. Zweiter Teil der Antwort auf die Frage: Ich finde, wir dürfen uns das gemeinsam nicht gefallen lassen, dass es politische Kräfte gibt, die einem Teil der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, vielen Staatsbürgern und Staatsbürgern sagen, sie müssten wieder gehen und vertrieben werden. Das ist nicht akzeptabel. Und natürlich dürfen Leute, die solche Ansichten haben, nicht im Staatsdienst in Deutschland tätig sein. Das sind unsere Gesetze. Alle 16 Länder haben solche Gesetze, der Bund hat solche Gesetze gemacht. Wir haben das für die Bundeswehr, die Bundespolizei, für alle möglichen Strukturen als Gesetz gemacht. Und das Bekenntnis zu unserer Verfassung, zu unserer Demokratie, das gehört für jemanden, der im Staatsdienst arbeitet, mit dazu. Und weil das manchmal schwer ist, haben wir unsere gesetzlichen Regeln angeguckt und haben es einfacher gemacht, dass wenn wir mal jemanden finden, der sowas macht, das sind nicht so viele, aber kann ja vorkommen, dass wir dann auch alle Möglichkeiten haben, dagegen vorzugehen. Schönen Dank. Dankeschön. Ja, wir gehen rüber, nicht nur zu der auffälligsten Truppe heute wegen der Uniform, sondern auch mit zu der lautesten, immer begleitet von Jubel und Applaus. Der junge Mann da vorne in der Mitte, der die Hand hebt. Momentchen, noch nicht anfangen, erst wenn unser junger Kollege mit dem Mikrofon da ist. Hallo. Also, hallo Herr Scholz. Ich bin Jugendsprecher einer der 66 Jugendfeuerwehren der Hansestadt Hamburg und komme mit Ihnen mit folgender Frage zu. Und zwar, wir sehen das vermehrt, es gibt sehr viel Gewalt gegenüber Einsatzkräften oder generell gegenüber Einsatzkräften, wie zum Beispiel der Feuerwehr oder des Technischen Hilfswerks, die auch schon hinten stehen, oder anderen Organisationen. Und da wollte ich fragen, was tun Sie generell dagegen oder was kann man dagegen tun? Weil wir fühlen uns auch als Jugendfeuerwehr nicht mehr ganz sicher in unserer Uniform. Ja, schön. Danke. Schönen Dank fürs Engagement. Ich bin sowieso ein großer Fan der Jugendfeuerwehr. Als ich selber noch in Hamburg war, habe ich immer gesagt, das letzte Abenteuer, das die Großstadt noch zu bieten hat. Aber ein bisschen ist es ja auch wirklich so. Und insofern bin ich sehr dankbar dafür. Und vor allem kann man ja hoffen, dass daraus auch ein guter Nachwuchs für die Freiwillige Feuerwehr in der Stadt und mancher Berufsfeuerwehrmann und manche Berufsfeuerwehrfrau entsteht. Denn das muss ja auch tatsächlich zustande kommen. Was die Frage betrifft, wir haben klare gesetzliche Regelungen und haben sogar das Strafrecht so geändert, dass wenn man gegen Einsatzkräfte vorgeht, die aktiv sind, dass man dann sogar schärfer bestraft werden kann für die gleiche Tat, die man auch ansonsten bestraft bekommt. Und das finde ich auch richtig so. Und jetzt hoffe ich immer, dass alle Behörden, die damit was zu tun haben, das dann auch möglichst effektiv umsetzen, denn es muss natürlich Sicherheit sein. Und dass das ein echter Punkt ist, habe ich ja vorhin gesagt. Ich habe nämlich bewusst, auch jetzt in den letzten Tagen und Wochen, wo es um Gewalt gegen Politiker geht, die nicht akzeptiert und hingenommen werden kann, gesagt, sowas gibt es eben nicht nur gegen Leute, die hauptamtlich Politiker sind, gegen Ehrenamtliche, es gibt es gegen Einsatzkräfte, gegen viele Freiwillige und wir dürfen das alle gemeinsam nicht hinnehmen. Einen Wunsch habe ich noch an alle hier, aber noch viele andere. Das ist doch empörend. Da sind welche, die sind im Einsatz, retten jemanden, der zum Beispiel einen Autounfall hat oder sonst was.
dann sind da lauter Gaffer und Leute, die aggressiv werden und die irgendwie auch die Einsatzkräfte behindern, weil die Fotosituation beeinträchtigt wird oder was man sonst so im Kopf hat. Irgendwie wünsche ich mir, dass auch von den anderen Bürgern, die da sind, welche sagen, was machst du da eigentlich? Hau hier ab, das ist nicht in Ordnung. Starke Worte, danke schön. Ja, und ich habe vorher natürlich gefragt, es sind viele junge Leute da, aber man hat mir gesagt, es seien Ferien in Hamburg. Also die Schule hat heute nicht drunter gelitten. Schön, dass ihr da seid. Und wir gehen da gerade rüber zu der Dame mit der Sonnenbrille und dem geringelten Shirt. Hallo. Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Claudia Heinrich. Ich bin Psychologin, also im sozialen Beruf tätig. Und es fällt mir zunehmend schwerer, diesen Beruf auszuüben, weil vor allem junge Menschen, die zu mir kommen, Zukunftsängste haben, die leider alles andere als pathologisch sind, weil uns letztendlich gerade das Klima um die Ohren fliegt. Und meine Frage ist jetzt, Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, dass im Invalidenpark gerade ein Hungerstreik stattfindet. Ein Mensch, also der Mensch, der als erstes angefangen hat, ist jetzt den 79. Tag im Hungerstreik, seit heute im absoluten Hungerstreik, das heißt, er trinkt auch keine Säfte mehr, behält sich auch vor, das weiter zu eskalieren. Ich denke, Sie wissen, was das bedeutet, was die nächste Eskalationsstufe ist. Und meine Frage ist schlichtweg, was spricht dagegen, der Forderung nachzukommen? Die Forderung ist einfach nur, ist eine Forderung nach Ehrlichkeit, nämlich, dass Sie als Bundeskanzler aussprechen, dass wir bereits jetzt hunderte von Gigatonnen zu viel CO2 in der Luft haben, also kein CO2-Restbudget mehr haben und dass der Fortbestand der menschlichen Zivilisation, also unseres zivilisierten Miteinanders, massiv durch die Klimakatastrophe gefährdet ist. Das ist eine Forderung, die wurde von Professor Dr. Schellenhuber bestätigt. Das ist also nichts, was wir uns ausgedacht haben. Und ich würde gerne wissen, warum Sie uns seit 79 Tagen warten lassen. Danke. Ich finde das eine ganz bedrückende Aktion. Ich finde, dass es ein Fehler ist, Gewalt gegen andere auszuüben, aber Gewalt gegen sich selber auch. Und dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass man irgendeine solche Aktion anzettelt, um irgendwie was zu erpressen für demokratische Gespräche. Wir sitzen hier zusammen, jeder kann hier eine Frage stellen, jeder auch. Ich bin ununterbrochen jede Woche mindestens einmal in der großen Bürgerversammlung, wo ununterbrochen Leute Fragen stellen können. Es gibt überhaupt niemanden, der ausgeschlossen wird. Ich beantworte jede Frage. Und ich habe auch schon auf Veranstaltungen welche gehabt, die die inhaltliche Position teilen, von der Sie eben gesprochen haben, und die Fragen auch alle beantwortet. Und deshalb finde ich, ist mein größter Wunsch, dass die Aktion abgebrochen wird. Und das ist auch das, was richtig ist. Das ist etwas, was ich ablehne. Gewalt gegen sich selber ist nicht gut für die Demokratie und deshalb bitte ich um einen Abbruch der Aktion. In einer Gesellschaft, in der es so leicht ist, mit dem Bundeskanzler zu sprechen, muss man nicht einen Hungerstreik machen, um das hinzukriegen, wenn ich das einfach mal sagen darf. Und eine Gesellschaft, in der wir ja über die Frage diskutieren müssen, wie wir unsere Probleme lösen und insbesondere den menschengemachten Klimawandel aufhalten, ist es vielleicht auch wichtig, sich auf eine solche Diskussion in der Sache einzulassen. Und da habe ich auch Kritik, denn ich habe ja kurz nach der Bundestagswahl mit jemandem diskutiert, der so eine Aktion hatte und sie aber abgebrochen hatte. Das hatte ich möglich gemacht. Und die Diskussion hat mich auch was gelehrt. Ich habe gesagt, wir wollen 2045 CO2-neutral wirtschaften und ein großes, starkes Industrieland bleiben. Das kriegen wir auch hin. Dazu möchte ich, dass wir 2030, weil wir viel mehr wirtschaftliche Prozesse elektrifizieren müssen, nicht 600 Terawattstunden Strom, sondern 800 Terawattstunden Strom in Deutschland produzieren. Und ich möchte, dass dann schon 80% davon aus erneuerbaren Quellen kommen und dass das dann so weitergeht, sodass wir 100% Strom aus erneuerbaren Energien haben, dass wir die industriellen Prozesse der Stahlproduktion, der Chemieproduktion so verändern, dass das CO2-neutral geschieht, dass wir Mobilität und Elektromobilität so organisieren, dass wir das Klima nicht beeinträchtigen. Und ich könnte da jetzt noch stundenlang weitermachen, weil das wirklich jeden Tag mein Thema ist, wie kriegen wir das eigentlich hin? Und mein Gesprächspartner hat dann gesagt,
das interessiert, also das ist jetzt meine Zusammenfassung, das interessiert ihn alles nicht. Es muss bekannt werden, dass die Welt untergehen wird. Also ich meine, Demokratie besteht darin, dass wir uns streiten. Zum Beispiel über die Frage, ob denn der Preis für Klimaneutralität ist, dass wir noch mehr Windkraftanlagen errichten. Ich sage ja, andere sagen nein. Das ist Demokratie, dass wir uns darüber streiten. Aber zu sagen, ich löse die Probleme mit einem Bekenntnis zu irgendetwas, ist auch kein Ausweg aus der Situation, denn es ist ja keine religiöse Veranstaltung, wie wir die konkrete Welt, in der wir leben, verändern, sondern es ist etwas, wo man ganz konkret solche Fragen diskutieren muss. Und das will ich dann auch noch gerne hinzufügen, weil mich das sehr bewegt. Ich gehe gern in jede Versammlung. Und ich gehe auch in Versammlungen, wo Leute zu mir sagen, Scholz, also wir sind nur 2% der Welt, wir sind nur für 2% der CO2-Austausches in der Welt zuständig. Warum machen wir das alles eigentlich? Wieso passiert das nicht woanders? Dann antworte ich den Leuten, warum ich diese Argumentation nicht richtig finde. Ich sage ihnen zum Beispiel, erstens sind wir weniger als 2% der Weltbevölkerung. Zweitens sind wir so ein erfolgreiches Industrieland, dass wir mit unseren 84 Millionen Einwohnern die drittgrößte Volkswirtschaft einer Welt mit 8 Milliarden Einwohnern sind. Wo gerade alle immer so schlechte Stimmung haben, das muss man sich ab und zu mal im Kopf rufen, wo wir stehen. Und deshalb sind wir es, die mit unseren Ingenieurinnen und Ingenieuren, mit unserer Wissenschaft, mit unseren Unternehmen, mit denen, die wir können, die Technologien und die Techniken entwickeln müssen, wo 8 Milliarden und 2050 werden es 10 Milliarden Menschen auf dem Planeten leben können, mit gutem Wohlstand, auf der Welt vielleicht irgendwann alle so wie wir 1950, aber ohne das Klima zu schädigen. Und dann muss man doch konkret werden. Wie geht das mit dem Stahl? Und das geht nicht dadurch, dass man solche Aktionen macht. Damit wir die restliche und doch sehr knappe Zeit wirklich gut nutzen können, gehe ich nahtlos über zum nächsten Fragenden hier vorne, vielleicht in der Mitte mit dem grauen T-Shirt. Ja, hallo. Ich möchte sagen, ich glaube, alle hier in der Runde machen ihr Ehrenamt mit Leidenschaft und geben alles, was sie dafür haben. Aber es gibt eine beschränkende Ressource und das ist der Faktor Zeit. Wie stehen Sie zu der Aussage, dass eine Verlängerung der Arbeitszeit eine Gefahr fürs Ehrenamt ist, beziehungsweise eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit dem Ehrenamt helfen kann? Vielen Dank. Interessante Perspektive. Also, ich werde ja jeden Tag konfrontiert mit Leuten, die sagen, dass die Deutschen eigentlich alle faul seien und nicht mehr arbeiten wollen. Was ich völlig absurd finde, wenn ich das einmal an dieser Stelle sagen darf, wir haben die höchste Zahl an Erwerbstätigen in der Geschichte Deutschlands seit Ewigkeiten, 46 Millionen, so viele waren das noch nie. Wir haben mehr Arbeitsstunden als über viele, viele Jahre, aber nicht pro Kopf, das ist unterschiedlich. Einige arbeiten Teilzeit. Manche würden übrigens gern auch mehr arbeiten, aber finden, dass die Bedingungen für junge Familien nicht so optimal sind, um also mit mehr Wochenstunden das hinzukriegen, dass die Kinder gut aufwachsen und man seinen Beruf machen kann. Da wäre noch was zu tun. Deshalb haben wir zum Beispiel als Bund mit den 16 Ländern mühevoll verhandelt, dass sie zwischen 2026 und 2029 flächendeckend die Ganztagsgrundschule einführen. Ich sage das so, wie ich das gesagt habe. Also das ist jetzt die Wirklichkeit, über die wir hier verhandeln. Aber dass ich jetzt umgekehrt sagen würde, also weniger arbeiten, damit mehr Ehrenamt geht, das will ich dann auch nicht. Also da bin ich ganz ehrlich, das ist nicht meine Meinung. Sondern ich glaube, das muss jeder und jede für sich selber sehen, wie man das gut findet. Es gibt einige, die arbeiten richtig viel. Ich habe immer dazu gezählt, auch bevor ich Abgeordneter wurde. Es gibt andere, die haben begrenzte Arbeitszeiten. Und es gibt ganz viele, die kombinieren beides, haben wir ja gehört, eben Ehrenamt und Hauptamt. Und ehrlicherweise, das habe ich auch gemacht. Aber da müssen wir, glaube ich, kein allgemeines Prinzip draus machen, sondern ein individuelles. Hier vorne in der Mitte sitzt eine Dame.
die auch noch eine Frage hat, beziehungsweise einen Wunsch, ein Anliegen. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, mein Name ist Marlies Busse, ich komme aus Bielefeld. Ja, die Stadt in Nordrhein-Westfalen, die es wirklich gibt. Ich war schon da. Ich bin Bundesvorsitzende der Caritas-Konferenzen. Wir sind ein Fachverband nur aus Ehrenamtlichen, 60.000 an der Zahl, unter dem Dach des Deutschen Caritas-Verbandes. Wenn Ehrenamt gelingen soll, dann braucht es Führung. Und Führung ist nicht einfach so mal eben zu gestalten oder nebenbei zu machen. Die meisten unserer Ehrenamtlichen sind noch in einem Hauptamt, haben also noch einen Beruf. Kann ich von einem Arbeitnehmer verlangen, dass er seinen Jahresurlaub, und wenn ich Arbeitnehmer wäre, ich bin selbstständig beruflich, ich kann es mir erlauben, ehrenamtlich zu sein, kann ich von einem Arbeitnehmer verlangen, dass er seinen Jahresurlaub einsetzt, um damit diese große Aufgabe zu bewältigen? Ich stelle die Forderung, dass Führungsaufgaben im Ehrenamt freigestellt werden müssen. Und dass für die Arbeitgeber, von denen ich es auch nicht verlange, dass sie dafür aufkommen, eine Refinanzierung erfolgt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn die Arbeitgeber eine Refinanzierung haben für Schwangere oder für Arbeitnehmer, die krank werden, die sogenannte U1 und U2, müsste es auch eine U3 geben. Dann habe ich vorhin herausgehört, und das ist die nächste Forderung, Sie aus der Uckermark waren es, Sie haben beklagt, dass sie wenig Ehrenamtliche haben. Wir könnten viel mehr Ehrenamtliche gebrauchen, also müssen wir das Ehrenamt attraktiver machen. Aber wie machen wir das? Nicht alleine durch gute Worte, nein, auch nicht durch einen Kaffee trinken in der Adventszeit. Ich spreche mich dafür aus, dass eine Verpunktung im Sozialversicherungssystem für die Ehrenamtlichen geschaffen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist sicher bei allen Ehrenamtlichen ziemlich populär, merkt man ja auch, und das kann man ja auch aus der Aktivität sich gut erklären, warum das so ist. Ich will gerne sagen, dass wir versucht haben, in dem Rahmen, der uns möglich ist, Bedingungen zu verbessern, mit der Ehrenamtspauschale, mit der Übungsleiterpauschale. Das sind ja steuerfreie Bezüge, die man bekommen kann im Bereich des ehrenamtlichen Engagements. Die haben wir auch zuletzt nochmal angehoben und das wird auch sicherlich weiter der Fall sein. Aus meiner Sicht ist das aber der einzige Weg, weil ansonsten gibt es natürlich die direkte Förderung von Vereinen, sehr unterschiedlich, und damit auch die Förderung von hauptamtlichen Strukturen, die in diesen Vereinen stattfindet. Und das passiert ja gar nicht so selten. Jedenfalls habe ich das in meinem Leben schon mitbekommen, dass jemand ehrenamtlich engagiert ist und dann bei dem eigenen Verein, da wo man tätig ist, irgendwann mal als Hauptamtlicher weitermacht. Ich glaube, das ist in echt der Weg, der funktioniert. Ansonsten werde ich jetzt Ihren Beitrag vielleicht noch mal irgendwann im Bundestag verwenden, wenn Sie mir das gestatten. Weil die reale Debatte, mit der ich mich auseinandersetzen muss, ist ja, dass da einige sich hinstellen und sagen, wir müssen bei den Renten kürzen. Wir müssen dafür sorgen, dass weniger Sachen da drin sind, die so mitfinanziert werden. Das ist das, was einige sich vorstellen, wenn sie uns jetzt vorschlagen, das gesetzliche Renteneintrittsalter über 67 hinauszuheben. Ich bin dagegen. Das ist das, was einige sich vorstellen, wenn sie sagen, die vorgezogene Altersrente für Frauen und Männer, die 45 Jahre gearbeitet haben, 2 Jahre früher, die würde irgendwie das Unglück Deutschlands sein, was ich völligen Unsinn finde. Aber deshalb sage ich ganz klar, im Augenblick für Leute wie ich, ich bin nicht der Einzige, deshalb glaube ich auch, dass es gut ausgeht, eigentlich ein Kampf dafür, dass nicht von den Verbesserungen, die über das Rentensystem möglich gemacht werden, welche zurückgenommen werden, sondern dass das schön stabil bleibt. Und ich glaube, das ist auch der Beitrag, den wir leisten können. Und deshalb nochmal, unser Hauptinstrument für diesen Zweck ist die Förderung der Vereine direkt, sodass sie hauptamtliche Strukturen haben, und ist die Möglichkeit mit Ehrenamtspauschale und Übungsleiterpauschale. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ja, wir sind schon am Ende unserer Zeit. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Sie werden ja auch noch mal übermorgen hier auf der Dialogbühne stehen und noch mal Fragen der Bürgerinnen und Bürger beantworten. Das war also der Austausch
zum Titel Gemeinsam für Demokratie. Jetzt haben Sie vorhin so in Hamburger Manier Moin gesagt. Was sagt man dann in Hamburg zum leichten Tschüss, wenn wir uns bei Ihnen verabschieden? Tschüss.